Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Zweisternhof. Genau, ich muss jetzt noch mal rein. Und heute, ach, der Tank ist schon leer, voll vom Mähdrescher. Heute werden wir die Wiese fertig machen. Heute werden wir die Wiese, habe ich mir vorgenommen, die werden wir auf jeden Fall in dieser Folge fertig kriegen. Ja, das ist der Plan. Die Wiese machen wir in dieser Folge fertig, da haben wir das schon mal. Dann könnten wir uns in der nächsten Folge vielleicht dann in ein Schwader kaufen. Vielleicht kriegen wir bis dahin auch das Maisfeld fertig. Dann könnten wir auch noch mal Mais verkaufen gehen und gucken, was wir da so rauskriegen. So, aber jetzt erstmal Raum hier um die Kurve. Ah, hier kriegen wir jede Menge Gras raus. Und ab hier Raben, haut ab. Ich glaube, hier wollen wir mal jede Menge raus machen. Aber Leute, ich nehme gleich mal kurz hier die Ecke weg. Wenn ich hier um Ecken fahren muss, das stört mich immer so ein bisschen. So, zack, jetzt gehen wir mal in den Rückwärtsgang. Sehr schön. Einmal weg. Wo fahren wir? Können wir hier vorne gleich anfangen? Mal ist diese große Ecke hier weg. Dann geht es hier gleich weiter. Wow. Ich habe gerade überlegt, eigentlich geradeaus zu fahren, deswegen voll schräg. Boah. Das darf keiner hier sehen. Also sollte ich mich verfahren, guck mal ein bisschen kurz weg, bitte. So, auf geht's. Und rum um die Kurve. Sehr schön. Ich glaube, dann werden wir nur gerade Linien ziehen. Einmal werden wir noch rumfahren. Wir können einfach erstmal die ganze Zeit den Kreis fahren. Der Korntank müsste gleich voll sein. Gucken wir mal, der schreit ja auch dann auch, wenn wir voll sind. Wenn wir voll sind, ja, da schreien wir auch auf, wenn wir voll sind. So, Leute. Ja, ich muss mal ein bisschen gerade hinsetzen. So. Hier die Ecke ist auch so spitz, ne? Und rum. Sehr schön. Also die Kurve ist schon besser geworden hier. Zack. Wollen wir einfach geradeaus gleich fahren? Haben wir nicht mehr so viele. Ach komm, wir fahren einfach jetzt geradeaus. Geradeaus. Und die fahren wir selber nochmal hoch und runter. Der Korntank ist voll. Das machen wir gleich. Einmal rum. So, und 11 raus. Und komm mit. Oder werde ich mal schnell leer machen? Ey, wir kriegen jede Menge. Also, Mais kommt hier gut von runter. Wie voll ist er denn? Also, voll ist er noch nicht, ne? Na komm, können wir noch schnell weitermachen, ein Stückchen. Wir wollen das ja schaffen, das Feld. Die Wiese, die Weide. So. Fahren wir bis nach da unten und gucken wir mal rein. Dann müsste eigentlich leer sein. So, dann so viel ist das gar nicht. Das Schneidwerk ist echt groß. Also, das ist spitze. So, aber diese Ecke hier ist nervig. Wir werden jetzt mal kurz ein bisschen begradigen. Zack. Und dann werden wir hier einmal rum. Sehr schön. So. Oh, zack. Können wir mal wieder zusammen machen. Dieses Schneidwerk, ey, das ist ja Ziegler. Finde ich nicht schön. Aber ganz schön dreckig ist das. Von unten. Von unten sieht es aber echt gut aus, ne? So. Und rückwärts einschlagen. Starten. Jetzt wollen wir aber auch die Reihe haben. Zack. Sehr schön. Juckt es im Hinterkopf. So, und los. So, dann. Ach,
gesagt, wir werden hier noch ein, zweimal hoch und runterfahren, bevor wir das kleine Stück hier machen. Erstmal das große. So. Ja gut. Ich glaube, so machen wir ein bisschen mehr, dann sieht man genau. Ja gut, ich kann ja an der Kante eigentlich fast lang fahren. Und dann passt das schon. So. Ja, ein bisschen. Ja, dadurch kommt die Kante rein, wenn wir mal so fahren. Ne? Ja. Ist das erste Mal die Wiese, ist okay. Hier geht es wieder gerade. Hier haben wir ein schönes gerades Stück. Dann können wir in der nächsten Runde einmal das kleine Stückchen als erstes machen. Da haben wir das auch erledigt. So viel ist es nicht mehr. Das kriegen wir eigentlich locker hin in dieser Folge. Bitte, der Korntank wird auch nochmal in dieser Folge voll. Müsste dann das dritte, vierte Mal sein, wo wir Mais abgetankt haben. Da kriegen wir so einige Tonnen raus. Zwar nicht viel, aber für so einen kleinen Opulus kriegen wir da bestimmt Geld für. So. So, weiter rüber. So, dann wollen wir das kleine Stückchen jetzt mal schnell wegmachen. Machen wir jetzt hier gerade. Sehr schön. Und eine Kurve. Wow. Ja, das ist okay. Geht schon. So, und jetzt müssen wir auch gleich wieder voll einschlagen. Zack. Ja, noch einmal. Hoch und runter, dann war es das. Zack, alles mitnehmen, was hier auf der Wiese ist. Wir wollen ja nichts stehen lassen. Kriegen wir alles mit? Kriegen wir alles mit? Nein, kriegen wir natürlich nicht. Dann wollen wir halt nochmal diese eine Spur hier mitnehmen. Und schon wieder was stehen gelassen. Ah. Zack, jetzt haben wir alles runter. Und rum. Sehr schön. Ja, auch rum um die Kurve. Die haben wir auch exzellent genommen, aber das wollen wir nicht. Jeder Grashalm zählt. Wir brauchen Kohle ohne Ende. Und Vollgas. Ja, wird er doch nicht voll, unser Tank? Wird er doch nicht voll? So. Zack, und rum. Ja, ist nicht schlimm. Jetzt sind wir fast sowieso rum. Fertig. Lohnzahlung 409 Euro. Ja, ist okay. Dafür arbeiten sehr die beiden. Zack. Dann fahren wir hier wieder. Dieser Zipfel, den kriegen wir auch nicht weg, ne? Dann haben wir wieder was stehen lassen. Das kostet alles Zeit. Rückwärtsgang. Oh, rückwärts 10. Und vorwärts. Dieses kleine Stück noch. Das kleine Stück. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Und sehr schön. In dieser Folge haben wir es sogar geschafft. Hab ich gut geschätzt. So. Rum.
bisschen mehr ausholen. Die Mitte werden wir als erstes fertig kriegen. Das machen wir mal so, dass wir das da hinten wegkriegen gerade. Zack, auch wieder rum. Ah, noch einmal. Ja, da oben sogar noch ein bisschen mehr. Da oben sogar ein bisschen mehr als einmal. So, ja doch, einmal müssten wir noch. Dann haben wir es. Rum. Oh, einen kleinen Streifen. Ah, aber wir haben es ja geschafft. Was ist für der Vogel hier? Geh weg. Hier sind sie, die. Ich wollte schon sagen, die Geier sind ja Raben. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ja, hast du Glück gehabt? Hast du Glück gehabt? So. Das Stückchen hier noch. Und dann haben wir es. Sehr schön, dann können wir die Maschine ausmachen, dann können sie heben und können sie gleich zusammenklappen. Und der Korntank ist bei 80%, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, das schaffen wir dann auch noch. Ich glaube, so die Mikroruckler sind weg. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. Ich nehme es gerade mit einem anderen Programm auf, wegen der Kamera. Da habe ich nicht ganz so viele Probleme. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches Programm ihr besser findet. Ich nehme gerade mit OBS auf mit der Kamera. Müssen wir mal gucken. Zack. So. Den können wir mal hier lassen. Dann werden wir dann ja den Schwader holen. Du bist fast voll. Du kannst noch mal nach unten fahren. Dich können wir schon mal hier. Dich fahren wir schon mal. Nehmen wir mal die Abkürzung. Dich können wir schon mal zum Händler fahren. Weil wir ja beim Händler des Vertrauens noch mal einen Schwader uns leisten werden. Kann man da hinten eigentlich durchnehmen? Nee. Da ist alles Zaun. Da hinten könnte man eventuell langfahren, aber was der Bauer nicht kennt, ist der nicht, wisst er doch. Deswegen fahren wir mal hier lang, hier kennen wir uns aus. Aber die Tankstelle ist auch gleich hier, das ist sehr schön. So, aber welchen Schwader nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen mal den altbekannten. Den anderen haben wir ja in den anderen Let's Play, in Felsbrunn. So. Gucken wir mal. Guten Tag, guten Tag. Was gibt's hier? So. Ist voll der Korntank. Sehr schön. Das hat sich genau ausgepasst. Ganz kurz hier stehen bleiben. Helfer aus. Macht nichts kaputt. Da müssen wir uns sputen. Nicht, dass er uns noch einholt hier, der Flug. So, komm. Solange du abtankst, können wir dann gleich mal gucken. So, Schwader. Wo sitzt denn Schwader? Der ist zu klein. Den haben wir schon. Ich glaube, wir nehmen hier 9 Meter Arbeitsbreite, ist okay. Den werden wir immer mal gebrauchen, auch für später. Komm, ich kann schon mal noch schnell dranhängen, das kriegen wir noch hin. Na komm. Offline werde ich auch noch mal hier diese Sachen abholen mit dem Mähdrescher. Braucht ihr ja nicht sehen, wie ich da hintuckel. Zack. So. Sehr schön. Und Rückwärtsgang. Den kriegen wir bestimmt voll. Ich glaube, noch eine Ladung, dann ist der sowieso voll. So, dann haben wir das erste Feld auch schon fast fertig. Da können wir schon gleich wieder anpflanzen. Ich würde sagen, Raps wollen wir machen, weil Sojabohnen haben wir da. Hafer haben wir da noch, wenn wir dann mal Raps anpflanzen. Auf den Fällen, dass wir mal ein paar Tonnen Raps kriegen, wo wir Geld machen mit können. So. Und zack. Fährst du? Sehr schön. Na komm, ich nehme noch
zur Wiese einmal. Das können wir noch schnell machen. Mal der Folge die Mäharbeiten erledigt. Nächste Folge machen wir die Schwader arbeiten. Oh, hier sieht man aber auch gar nichts durch. Ne? Das ist aber auch. Das ist aber auch mal ein Bildchen wert. So, und Vollgas. Oh, da muss aber auch drehen da unten. So, und ich stelle mal noch ab. Oh, Hilde, Entschuldigung, Hilde, Hilde. Na, du hast mich ja gesehen. So, oh, das ist auch ein Riesending. Ein bisschen ausscheren. So, Leute, aber ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Wir haben das Gras gemäht, das war die Aufgabe. Der Drescher läuft noch. Ihr seht es, der Schwader ist auch hier. Ich würde sagen, wir starten in der nächsten Folge direkt mit dem Schwadern. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet oder wollt zu einer weiteren Folge. Let's Play LS19 auf der Map 2 Sternhof. Lasst mir doch Feedback oder Kommentare da, ob wir die Facecam lassen sollen oder nicht. Entscheidet ihr es, schreibt es mir in den Kommentaren. Bis dahin, tschüss.